Das Hilfsprojekt LabDo möchte mit IT-Spenden Kindern im In- und Ausland die Möglichkeit geben, Zugang zu Bildung und Teilhabe an der digitalen Gesellschaft zu erlangen. Überwiegend werden kleine Geräte gesammelt, Laptops, E-Book-Reader, Tablet-PCs. Entstanden ist das Projekt 2010 an der University of California in Irvine, hat sich dann übers Internet über die gesamte Welt verbreitet. Aktuell im August 2015 sind ca. 104 Länder Teil des Projektes. Die Geräte werden gesammelt, werden dann gelöscht durch mehrfaches Überschreiben mit Zufallszahlen. Anschließend wird jedes Gerät registriert. Der Spender bekommt einen Link und kann sehen, wohin sein Gerät geht. Und die defekten Geräte werden sogar ausgetauscht, kostenlos zurückgeholt und in Europa oder USA entsorgt. Die Entwicklung des Projektes war in den letzten zwei Jahren sehr dynamisch. Wir sind etwa um jeweils 100% pro Jahr gewachsen. Es liegt nicht zuletzt an der großen Zahl an Geräten, die nicht mehr genutzt werden. In Deutschland alleine 22 Millionen nicht mehr gebrauchter Computer in Privathaushalten und hinzu kommen noch die in Firmen und in der Verwaltung. Demgegenüber steht ein sehr großer Bedarf. Man spricht von dem digitalen Graben, der Digital Divide teilt also quasi die Welt in die Länder, die Computer haben und dort, wo sie fehlen. Und alleine mit dem, was in Europa an ausrangierten Computern existiert, könnte man wahrscheinlich halb Afrika mit IT versorgen. Wobei wir Wert darauf legen, dass die Geräte funktionsfähig sind, also kein Elektroschrott dann exportiert wird. Der Ablauf ist recht einfach. Wir sammeln die Geräte, registrieren und löschen sie. Anschließend werden die Geräte zwischengelagert, bis ein Flug- oder Transportpate bereitsteht, der die Geräte dann im Koffer oder auf dem Transportweg im Auto oder LKW mit zu den Kindern nimmt. Das Ganze passiert möglichst kostenfrei und CO2-neutral und jeder bringt seinen Teil ein und erwartet dafür auch keine Kompensation, sodass das gesamte Projekt mit einem sehr, sehr geringen Budget arbeiten kann. Es hat auch einen erheblichen Einfluss auf die Umwelt. Wir haben also durch die Sammlung unserer Computer bereits sehr, sehr viele Rohstoffe eingespart, weil die Geräte ja noch einige Jahre weiter gebraucht werden und dementsprechend kein neuer Rechner produziert werden muss. Und zum anderen wird die Umweltbelastung auch sehr gering gehalten. Auf den Rechnern selber wird dann Linux installiert, lizenzfreie Software für Lernzwecke und Lerninhalte. Es werden etwa 350 Lernprogramme von der Vorschule bis in die Oberstufe installiert. Es gibt aber weitere ca. 86.000 kostenlose Apps, die man nachinstallieren kann. Interessant für die Kinder ist auch, dass die jeweilige Landessprache oder Landessprachen parallel auf dem Rechner installiert sind und man dann zur Laufzeit umschalten kann. Dadurch ist es gerade in Ländern, in denen mehrere Sprachen gesprochen wird, recht nützlich. Es gibt auch Zusatzmodule für einen barrierefreien Zugang für Seh- oder Hörbehinderte. Und hier sind so einige Beispiele, was auf den Rechnern drauf ist. Also es beginnt so mit Lesen, Schreiben, Rechnen lernen, geht dann weiter über spielerische Ansätze bis in die Oberstufe hinein, es deckt die gesamten Bereiche Mathematik, Naturwissenschaften, Sprache komplett ab. Da die wenigsten Schulen vor Ort ins Internet gehen können, haben wir lizenzfreie Lerninhalte auch aufgespielt. Das ist zum einen ein Auszug, ein kindgerechter Auszug von Wikipedia. Dort werden ca. 6.000 Artikel dem Kind angeboten. Das Ganze folgt dem britischen Curriculum und richtet sich nach den Lerninhalten der britischen Schulen. Darüber hinaus gibt es dann mit einem Tool, das sich Xova nennt, ca. 800 Wikis. Von Wikibook über Wikidictionary kann man dort dann in den einzelnen Sprachen
lernen und hat eine komplette Bibliothek zur Verfügung. Es gibt einen Multimedia-Englischkurs und bei Einsätzen in Deutschland in Flüchtlingsprojekten gibt es auch einen Offline-Deutschkurs, der also dann genutzt werden kann. Über unsere Homepage werden alle Abläufe koordiniert. Das heißt, Spender, Helfer und die Schulen vor Ort werden hierüber miteinander vernetzt. Der einzelne Spender hat auch hier die komplette Kontrolle, wo sein Gerät letztendlich hingeht. Mit einem Fotoalbum, mit ein bisschen Glück sieht er sogar sein gespendetes Gerät im Einsatz. Die Flugpaten werden auch hierüber gesteuert. Man kann auch eine Reise einstellen und anbieten, als Flugpate ein Gerät mitzunehmen und wird dann kontaktet und das entsprechende Gerät wird einem zur Verfügung gestellt. Hier einige Fotobeispiele. Sie sehen, es geht von Deutschland, Europa über Afrika, Asien, Mittel-, Südamerika. Wir haben überall dort Projekte, aktuell knapp 500, aber durch das rasante Wachstum wird sich das sicherlich in der nächsten Zeit stark erhöhen. Insofern brauchen wir also immer wieder neue IT-Spenden. Wir kooperieren mit einer ganzen Reihe von Projektpartnern, die für uns zum einen den Transport sicherstellen, zum anderen aber auch die Kontrolle der Geräte vor Ort. Die werden regelmäßig überprüft, ob sie noch in Ordnung sind und ob sie auch noch vorhanden sind. Jedem Gerät sind eindeutig über die Homepage die Geräte zugeordnet, sodass das alles auch kontrolliert werden kann. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden und auch sein Projekt im In- oder Ausland anmelden, sofern es in den Bereich Kinder, Jugend und Bildung fällt. Jeder kann in irgendeiner Form sich einbringen, indem er einfach nur über das Projekt erzählt, in seinem privaten oder beruflichen Umfeld nach nicht mehr eingesetzter IT schaut, als Helfer sich einbringt, Software installiert oder ein regionales Hub aufbaut, als Flugpate Geräte mitnimmt oder entsprechend den Kontakt zu möglichen Projekten herstellt. Was wir suchen, ist auf dieser Folie dargestellt. Es sind überwiegend kleine Geräte, wie gesagt Laptops, E-Book-Reader, Tablets, PCs sind so die typischen Dinge. Wir brauchen aber auch Monitore, wir brauchen kleine Ersatzteile, Festplatten. Wenn Sie die Geräte uns zur Verfügung stellen, achten Sie bitte darauf, dass es keine Passworte mehr, also speziell die hardwarebedingten Passworte, BIOS oder Festplatten, Passworte oder Boot-Passworte, die heißen je nach Hersteller immer ein bisschen anders, dass die entfernt wurden. Und sollten Sie die Festplatte ausbauen, was sehr schade wäre, legen Sie bitte das sogenannte Caddy, diese Aluminiumhalterung für die Festplatte mit den Schrauben wieder bei, weil wir ansonsten Probleme haben, Ersatzplatten korrekt zu befestigen. Hier sehen Sie einen Auszug der Firmen, die uns unterstützen. Das geht von kleinen über mittelständischen bis hin zu großen Unternehmen. Es ist auch nur ein Auszug, weil viele Firmenspender möchten eigentlich im Hintergrund Gutes tun und möchten gar nicht auf der Folie erscheinen. LabDo hat schon verschiedene Auszeichnungen bekommen, unter anderem vom SAP, ist Teil des UNESCO-Dekade-Projektes und in Deutschland sind wir Teil der Initiative Transparente Zivilgesellschaft von Transparency International, weil wir unsere gesamten Berichte des LabDo.org e.V. offenlegen, die Spender offenlegen, alles können Sie auf der Homepage ersehen. Für Unternehmen noch der Hinweis, dass das Ganze als nachhaltige und auch recht sinnvolle Initiative vom CSR, also von dem Bereich, der sich um soziale Projekte kümmert, aufgegriffen werden kann. Wir sind ein Baustein für Green IT und Sie können es auch gerne in Ihren Bericht für die Nachhaltigkeitsverpflichtung nach Basel III einbauen. Über den Verein können wir als gemeinnützige Organisation natürlich auch Spendenbescheinigungen ausstellen. Wir können über den Verein auch den Verzicht auf jegliche Gewährleistungsansprüche erklären, weil ansonsten Unternehmen für Spenden Rückstellungen bilden müssten. Wir selber können keine zertifizierte Datenlöschung anbieten. Wir machen es natürlich für die Privatkunden, indem wir dreimal mit Zufallszahlen über die Festplatten schreiben.
Wenn Unternehmen entsprechende Auflagen für Compliance haben, haben wir aber Kontakte zu TÜV und DEKRA zertifizierten Unternehmen, die dann entsprechend Testate und zertifizierte Datenlöschungen ausstellen und durchführen können. Ansonsten, wenn Sie in diesem Bereich der IT arbeiten und auch im Handel, kennen Sie sicherlich das Problem der Rücknahmepflicht. Auch hier bieten wir dann eine interessante Alternative, auch aus Rollbacks. Wenn Sie von Unternehmen größere Stückzahlen zurücknehmen, ist es oft den Kunden sogar sehr wichtig, dass diese nicht verkauft oder geschreddert werden, sondern dass noch eine sinnvolle Verwendung damit erfolgt. Wir sind in sogenannten Hubs organisiert. Sie finden diese im Bundesgebiet Österreich und der Schweiz, aber auch in anderen Ländern über die Homepage. Es sind von einer Einzelperson, Studenten, Angestellte, IT-Leiter, Manager. Wir haben dort ein ganzes Spektrum an Helfern, Einzelpersonen oder kleine Teams, die in der Region dann die Geräte sammeln und aufbereiten. Wer Interesse hat, kann gerne sich mit einbringen, entweder Teil eines bereits bestehenden Hubs werden oder in seiner Region ein neues Hub aufbauen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und es würde uns freuen, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen.